Vamarda Praudhasana ist die linke halbe Praudhasana-Stellung. Garote in seiner Enzyklopädie zitiert einen klassischen Text und sagt, wenn das rechte Bein über den linken Oberschenkel gebracht wird, ist das Vamarda Praudhasana. Er sagt dann zunächst lapidar, wie das andere Bein gehalten wird, wird im Text nicht beschrieben. Wenn du wissen willst, welcher Text das ist Kiranatika. Ein Kommentar zum Yoga Sutra, wo anscheinend auch einige Asanas beschrieben werden. Gut, dann gibt es noch andere Beschreibungen in anderen Texten und so sagt Garote, auf der Basis anderer Texte könnte man sagen, dass der andere Fuß unter dem Knie ist. So würde man also sagen, der linke Fuß ist unter dem rechten Knie und der rechte Fuß ist auf dem linken Oberschenkel. Das ist dann Vamarda Praudhasana. Du kannst dabei die Hände auf die Knie geben oder die Hände falten oder auch die Hände vom Brustkorb zusammengeben.